Marc fragt, mich würde interessieren, wie genau kam es zum Einstieg bei Sorum? Wie kam der Kontakt zustande und wie war das Prozedere? Ich kann es nur ausführlich erzählen, also da gibt es keine Kurzversion, aber ich versuche so kurz wie möglich. Ende 1991, da war ich noch in der Schule, also ich war im letzten Schuljahr in der 13 oder in meinem Fall in der 15. Und ich habe natürlich vorher schon Musik gemacht, aber hatte da nichts besonders Spannendes gerade so auf der Uhr. Dementsprechend war mein Frust recht groß, weil ich überhaupt noch nicht wusste, was ich nach dem Abi machen sollte. Lehrer kamen schon mit so Alibi-Ausbildungsplätzen an und Zivildienst stand auch irgendwie noch im Raum und solche Dinge. Und auf einmal hat mich ein Freund angerufen und sagte, könntest du dir vorstellen, bei Sodom zu spielen? Wirklich genau so, aus heiterem Himmel. Ich so, ey, keine Ahnung, die Band nie verfolgt. Also ich kannte von Sodom die ersten beiden Platten so ein bisschen. Ich habe da reingehört, als die rauskamen, also in The Sign of Evil und Obsessed by Cruelty. Fand die ultra scheiße und habe die Band komplett verloren. Hat mich einfach nicht interessiert, nie wieder gehört. Und der Witch Hunter, der ist hier bei meinem ehemaligen Mitauszubildenden, der leitet jetzt eine Videothek in Essen und da ist der Witch Hunter Stammgast. Und der raucht wohl gerade in Echtzeit der Gitarrist ab und wenn du jetzt vielleicht Lust hast, könnte ich da mal für dich was versuchen zu klären. Ich so, ja klar, mach doch. Ich weiß, also unvorstellbar absurder Anruf. Und so ging es dann tatsächlich weiter. Und dann hat er mich empfohlen, dem Chris, ja, da ist ein Typ aus Mülheim, lange Haare. Und I looked the part sozusagen. Also ich sah aus, wie man dafür hätte aussehen müssen. Super lange Haare, Lederjacke, Hightops, kaputte Jeans. Also so, wie man aussehen musste. Und ich spielerisch habe ich da überhaupt nicht drüber nachgedacht. Also ich habe mich sowieso immer schon gleichzeitig für Motley Crue und Slayer interessiert. Also das konnte ich irgendwie beide, Slayer vielleicht sogar noch ein bisschen besser. Also das waren halt so meine Roots auch. Plus DIY und Exciter und Bad Brains und solche Sachen. Also hat mir harte Musik schon zugetraut, weil das auch in mir drin war. Ja, und dann haben wir uns mal zusammen getroffen mit dem Christian. Und das war sehr nett. Und der fand mich auch nett. Und ich fand ihn auch nett. Und da sagte der zu mir, okay, alles klar. Üb doch mal bitte 3 Songs. Üb doch mal bitte Ausgebombt, Shellfire Defense, ein Eye for an Eye. Und The Source of Law, glaube ich, noch 4 Songs. Und dann musste ich mir die erstmal besorgen. Und dann musste ich, es gab da Videotheken gab es noch mit CD-Verleih. Und da habe ich mir im CD-Verleih die Better of Death und die Agent Orange ausgeliehen. Ich weiß gar nicht, was ich gemacht hätte, wenn es die da nicht gegeben hätte. Aber ich kannte keine Sodom-Fans. Und dann habe ich mir das angehört. Und dann Bad of Dead geht los, an Eye for an Eye. Da dachte ich so, boah, die sind ja richtig geil geworden. Also zwischen Obsessed by Cruelty und Bad of Dead war schon ein deutlicher Qualitätsanstieg. Aus meiner Sicht. Und wenn es den nicht gegeben hätte, dann hätte ich da auch nicht drüber nachgedacht. Also ich hätte, wenn Sodom noch die Band gewesen wäre, als die ich sie abgespeichert hatte, wäre ich nicht eingestiegen. Also hätte ich auch nicht drüber nachgedacht. Aber an Eye for an Eye, Shellfire Defense, The Source of Law, das war mir total nah. Ich war da schon so voll im Skid Row-Fieber und ein Eye for an Eye ist nicht so weit weg von Slave to the Grind. Gitarristenmäßig, spielerisch, vom Sound her, und also so vom Ding her, lagen keine Welten für mich zwischen. Und da habe ich mir die Songs drauf geschaffen und habe gedacht, okay, jetzt ist meine Chance. Und dann habe ich die Songs so geübt und ich dachte, ey, wenn ich da hinfahre, dann kann ich die Songs besser als die. Das war auch so. Und dann haben wir zusammen gespielt und Tom kam dazu und das war super, es hat sofort geknallt, weil ich, wie gesagt, die Songs echt drauf hatte. Konnte denen dann noch sagen, nee, der Break ist anders, der geht anders und so. Ne? Fanden die aber gut, fanden die nicht frech, fanden die gut. Ich hatte Tom aber vorher kennengelernt, also bevor wir gespielt haben, bin ich mit Chris mal zum Tom nach Hause gefahren und so. Und das legendäre Geschichte, in Toms Wohnzimmer. Und überall hängen diese kleinen Geweihe in dieser schrecklichen, dunkelbraunen Gelsenkirchener Barockmöblierung. Und da frage ich Tom noch so, ach, du wohnst hier bei deinen Eltern? Nee, das ist meine Wohnung, das ist meine Einrichtung, meine Geweihe. Peinlich, peinlich, ne? Aber ich wusste, ich war, wie gesagt,
Zu dem Zeitpunkt war ich 20 Jahre alt, Schüler, wusste nichts und wollte alles. Und die Proben liefen dann super und dann hieß es noch ganz kurz, dass der Michael Hoffmann kommt aus Brasilien und dann würden wir eventuell zu viert weitermachen. Und dann wollte ich nicht. Dachte ich nur, boah, da habe ich keinen Bock drauf, ne? Absolut keinen Bock drauf. Und dann gab es einen Termin, wo wir schon, wir drei schon geprobt haben, in Gladbeck, im Proberaum, in dem ersten Proberaum, den ich mit Sodom benutzt habe. Und da hieß es, ey, der kommt vielleicht heute. Also wenn der heute kommt, dann gucken wir mal, dann spielen wir vielleicht zusammen. Und ich sagte noch, bitte lass den nicht kommen. Das hieß dann aber auch gleichzeitig, wenn der heute nicht kommt, ist er raus. Und ich, Pokerface, aber ich dachte nur so, ey, bitte lass den nicht kommen. Ich will das machen. Ich habe keinen Bock auf den zweiten Gitarristen. Ich will. Und dann kam er nicht. Und dann war auch die Messe gelesen. Aber auch, er kam auch dann nie wieder, sozusagen. Lange, glaube ich nicht. Und dann war ich Sodom-Gitarrist. Noch vor Halbjahreswechsel, Schuljahr 91, 92, war ich Sodom-Gitarrist. Der Chris fragt, was machst du aktuell musikalisch? Aktuell musikalisch bin ich Kopf meiner eigenen Band, die Andy Brinks Band. Wir haben letztes Jahr ein Album rausgebracht, was sich aus ein paar alten Songs von mir, deutschsprachigen alten Songs von mir, heraus zusammengestellt hat und ein paar neueren Songs neueren da sind. Also so ein Best-of ohne Best-of-Anspruch, einfach so ein Statement-Album. Neu, also meine Lieblingslieder, die ich seit, weiß nicht, 15, 16 Jahren auf Deutsch gemacht habe, in einem neuen Rockgewand. Das ist so die aktuelle Baustelle. Meine andere Band, Double Crush Syndrome, liegt seit 3 Jahren, 3,5 Jahren im Eisfach. Gibt's noch, aber liegt im Eisfach. Und Chris möchte wissen, was sind deine 3 Top-Metal-Alben, die dich geprägt haben? Ich versuche es mal als Gitarrist, vielleicht den Gitarristenansatz zu wählen. Als Fan müsste ich immer sagen, Too Fast for Love, das allererste Motley Crue-Album. Das ist für mich das beste Album, was jemals irgendeine Band veröffentlicht hat. Und Mick Mars hat mich insofern gitarristisch auch geprägt, dass ich bei ihm immer so geil fand, dass er super eingängige Soli gemacht hat, aber auch wahnsinnig oft Krach. Und ich liebe Krach. Und man muss auch zwischendurch ab und zu mal Krach machen. Und das, also Mick Mars ist der Teufel. Mick Mars ist der unterbewertetste und vielleicht nicht der beste Gitarrist der Welt, aber mit Sicherheit der beste für Motley Crue. Und für mich ultra wichtig, weil manchmal muss man einfach Krach machen. Ich muss Rain in Blood nennen. Das Album, das ist nicht nur ein Slayer-Album, es gibt ja Alben, die sind so stellvertretend für ein Genre. Random Blood ist das Genre. Und ich finde, weder davor noch danach ist jemals in dieser Musikrichtung irgendetwas erschienen, was dem auch nur annähernd nahe kommt. Nicht mal von Slayer selbst. Obwohl es nicht mal mein Lieblings-Slayer-Album ist. Mein Lieblings-Slayer-Album ist Seasons in the Abyss, aber trotzdem ist Random Blood unerreicht. Also das hat sich den Olymp selbst gebaut und sitzt oben für immer und ewig und alle Zeiten. Und die dritte Metal-Platte, da gibt's so viele, aber ich nenne mal eine, die ich seit dem Erscheinen, seit 1985 immer und immer wieder höre und mich frage, warum diese Band mit diesem Album nicht zu den allergrößten aufgestiegen ist. Und das ist Tales of Terror von Hallows Eve. Ungefähr so lang wie Rain in Blood, nicht viel länger, glaube ich, oder vielleicht sogar ein bisschen kürzer. Aber eine kompositorische, atmosphärische Meisterleistung, die ich ist unerreicht. Unerreicht. Ich müsste aber auch Anthrax nennen, ich müsste DRI nennen, aber ist nicht so richtig Metal, aber ich müsste eigentlich viel nennen. Ich müsste Hellbound nennen, das zweite Warlock-Album. Aber nehmen wir mal die 3. Too Fast for Love, Rain in Blood, Tales of Terror. Benjamin fragt, wie war damals die Studiozeit zu Tapping the Vein? Willst du ehrlich? Es war ein Albtraum.
Die Studiozeit, Tapping in Vain, war ein objektiver, messbarer Albtraum. Ich habe es nur nicht als solchen empfunden, weil ich so grün war, weil ich so eine kindliche Naivität mit an den Tag gebracht habe, so einen jugendlichen, frischen Spirit, den musste ich ja nicht spielen, ich war ja so. Ich war zum ersten Mal in einem richtigen Studio, ich war schon vorher zwei, dreimal im Studio, aber Tapping in Vain haben wir im Dirks Studio aufgenommen hauptsächlich und beim Harris Jones auch im Music Lab. Aber ins Dirks Studio reinzukommen, wo so viele Platten gemacht wurden, die mich bis heute prägen, die Scorpions Sachen, Blackout, Love at First Sting oder Accept Boss to the World oder Come Out and Play von Twisted Sister oder Coup d'Etat von Plasmatics, dann in den Raum reinzukommen alleine, wo du genau weißt, ey, das ist alles hier passiert. Wir haben dann so viel Gold und Platin anwenden, wir haben Schränke aufgemacht, weil wir, keine Ahnung, Kaffeetassen gesucht haben und da purzelten einfach Twisted Sister Platinplatten raus. Alles wieder reingestopft, so, ne? Entschuldigung. Ne? Und deswegen habe ich das nicht als Albtraum empfunden. Aber, und Tom wird mir da recht geben, weil er war ja dabei und Chris war nicht gut drauf. Chris hatte zu dem Zeitpunkt sag mal, seine beste Zeit, wenn die so Agent Orange Battle of Death war, die war da schon hinter ihm. Und ich sage das jetzt auch alles, erzähle das alles völlig wertfrei. Und auch wenn man sagt, über die Toten nur Gutes, ich erzähle einfach nur, wie es war. Wie ich das erlebt habe und wie ich es wahrgenommen habe und wie es auch war. Die Tapping the Vain gibt es in dieser Form nur, diese Platte existiert nur, weil ich eine Woche lang im Hochsommer mit Chris zusammen zu jedem Take, zu jedem Verspieler in Echtzeit Pilotgitarre gespielt habe. Normalerweise ist es so, man spielt eine Pilotgitarre ein, idealerweise zum Klick, und dann ist man damit durch und der Drummer spielt dazu. Das war mit Chris nicht möglich. Ich habe da mit ihm in dem großen Raum gesessen gegenüber. Irgendwann habe ich mir von dem Tonassistenten ein Fußbad machen lassen, weil es war so heiß. Ich habe jeden Verspieler mitgespielt, jeden neuen Ansetzer in Echtzeit. Weil Chris wusste da manchmal nicht, wo er in den Songs war. Tom hat teilweise oben aus der Regie noch reingesungen zusätzlich, damit es einen Orientierungspunkt gab. Und ich erzähle das nicht, weil um mich hervorzutun, im Gegenteil, ich würde gerne was anderes erzählen. Aber diese Platte war eine Zangengeburt. Und wenn ich nicht so jung und naiv und zu allem bereit gewesen wäre, weiß ich nicht, was daraus geworden wäre. Aber andererseits klingt die Platte auch deshalb so, wie sie klingt. Und ich habe immer gesagt, die Platte klingt, als wenn die Band beim Spielen mit Instrumenten so eine ganz steile Wiese runterläuft, wo die Beine sich schon überschlagen und dabei spielen wir noch die Songs. So klingt diese Platte. Die überholt sich, die überschlägt sich und was mich damals wahnsinnig gemacht hat, weil die kannst du ja nicht so richtig gerade auszählen. So, weißt du, da sind ja Timingfehler, Timingschwankungen. Aber das ist der Reiz von der Platte. Das verstehe ich jetzt. Ich habe das Album ja jetzt für eine theoretische Neuveröffentlichung neu gemischt, bin also richtig eingetaucht, Schlagzeugspuren solo gehört, meine Gitarrenspuren solo gehört, habe alles solo gehört, habe Dinge gefunden, verschollene Dinge gefunden, ich komme mal später noch zu, verschollene Gesangsspuren gefunden, verschollene Soli gefunden und verstehe jetzt natürlich, dass der Chris einen ganz eigenen Stil hatte. Das sind Schlagzeugsymphonien, die der da spielt. Der hatte einen Punch, und da habe ich nie was anderes gesagt, der hatte einen Punch, sowas habe ich nie wieder gehört. Aber mit ihm zu spielen, war schwierig, auch live. Wenn die Toms nicht auf dem Monitor sind und mitten in der Strophe dann ein Tusch auf den Toms kommt, über, keine Ahnung, drei Takte. Und dann kommt er irgendwann wieder rein. Das war nicht so super schön. Es gab ja einen Grund dafür, dass wir uns damals von Chris trennen wollten.
ganz andere Geschichte. Ist auch ein ganz schwieriges Thema, wo ich heute wünschte, dass wir es damals anders gehandelt hätten. Aber ich war zu jung, ich wusste nichts, Tom konnte oder wollte es nicht. Aber der Aufnahmeprozess, es gibt auf Video den Anfang von Bullet in the Head, ich weiß nicht, 18, 19, 20 Mal dieses Tom-Ding. Und irgendwann hörst du nur noch die Stöcke fliegen und ich sitze ja da unten, ich sitze ja da unten mit ihm. Irgendwann fliegen noch die Stöcke, Chris haut ab. Und ward nicht mehr gesehen. Ich hätte mir das damals für mich anders gewünscht, weil es war einfach so, also messbar keine schöne Erfahrung, weil Tom und Chris sich schon gar nicht mehr gut verstanden haben, was ich alles überhaupt nicht mitgeschnitten hatte. Erst, ich dachte, was alle dachten, Tom und Chris, stimmt ja aber nicht. Und aber irgendwie haben wir mit letzter Kraft dieses Album gemacht. Also mit allem, ich habe alles reingelegt, was ich hatte, alles, was ich bis zu dem Zeitpunkt konnte, hatte und was ich war, ist in diesem Album. Alles. Und das hört man dem Album auch an. Und bei Chris war es, ich möchte nicht sagen, das letzte Aufbäumen, aber der hat auch alles noch reingelegt, was er hatte. Aber es war schwierig. Aber aus irgendeinem Grunde ergeben all diese Faktoren eine Platte, deren Magie Leute wie du mir verständlich gemacht haben. Weil wenn du es gemacht hast und natürlich ein Mann des Viervierteltaktes bist, hörst du natürlich die ganzen Fehler und aber darum geht es gar nicht. Die Magie dieser Platte, die entscheiden wir nicht, also die entscheidet die Band nicht, die entscheidet ihr. Und das da habe ich ein paar Jahre für gebraucht. Aber ich habe die Platte neu gelernt. Auch in dem Zuge, dass ich sie gemischt habe. Ich saß da teilweise, habe diese Skin Alive Schlagzeug-Solo gehört und saß da und habe mich verprügelt gefühlt. Aber im schönen Sinne. Ich habe mich im schönsten Sinne von Chris verprügelt gefühlt. Und auch wenn ich weiß, wie es dazu kam, dass diese Takes auf Band sind, habe ich einen ganz neuen Respekt dafür. Weil es geht, im Grunde geht es ja nur, darum, dass man irgendwie unique ist und dass das Spiel einen Charakter hat. Es geht nicht um Perfektion, es geht nicht darum, der Beste zu sein, es geht darum, dass man selbst ist und das irgendwie künstlerisch ausdrückt. Und das hat Chris gemacht. Und deswegen kann ich mir das noch 100 Jahre wünschen, aber deswegen wünsche ich mir, besonders jetzt, wo ich wieder aktiv drüber spreche, dass wir es damals anders gemacht hätten. Meine Frage ist, wird das F-Wort bei der neu abgemischten Wachturm-Version auch wieder zensiert sein? Also ich muss dazu sagen, ich habe das Album ja neu gemischt, nicht um die alte Produktion zu ersetzen, sondern im Rahmen eines Boxsets, so als Sekundärliteratur sozusagen. Ich habe das versucht, den Ansatz mal so zu wählen, wie es aus Bandsicht. Wie wäre es, wenn man unvermittelt die Proberaumtür aufmacht und steht mitten in der Band? So, das klingt komplett anders. Es soll nicht besser klingen oder es soll einfach nur einen anderen Ansatz mal wählen. Die Gitarrenspuren mal anders gesetzt und so. Und das ist so da drauf. Das haben wir zensiert. Das ist im Studio schon zensiert. Ich hoffe, ich sage nichts Falsches. Aber wir haben es im Studio auf jeden Fall schon das Piepen ist schon drauf. Aber ich habe dann zum Beispiel mal bei Reincarnation die Keyboards weggelassen hinten. So im Remix, weißt du? So einfach mal, um das so nackt zu lassen, wie es so ist. Weißt du, der Harris ja irgendwann, da waren wir, glaube ich, alle schon weg, da hat der das eingespielt. Und was ich auch noch gefunden habe, was ich nicht wusste, es gibt von Reincarnation eine komplett andere Gesangsspur, wo der Tom hoch singt. So war der Song zuerst. Der funktioniert überhaupt nicht. Und deswegen, weil der mit Toms hoher Stimme überhaupt nicht funktioniert, wurde dieser tiefe Ansatz dann gewählt. Und das war auf einmal, ja, da war der Song. Auf einmal war der Song da. Das ist das, was das
dieses Dämonische und Satanische ausmacht. Es gibt, aber ich habe trotzdem mal beides gemacht. Also ich würde das auch so raushauen, mal die Reincarnation mit der hohen Stimme. Es ist ein komplett anderes Lied eigentlich. Oder Wachturm mit einem anderen Solo, wusste ich alles nicht mehr. Also da waren einige Überraschungen, aber das Piepen bleibt. Der Stefan fragt, warum bist du denn nicht bei der Musikrichtung Thrash geblieben? Also ich hätte es mir natürlich vielleicht damals leichter machen können, indem ich weiter Thrash Metal gemacht hätte. Der dümmste Vorwurf, der mir im Laufe der letzten 20 Jahre oder 25 Jahre gemacht wird, ist, dass ich diese Chartmucke, die ich mache, diese scheiß Schlagermucke, dass ich die nur wegen der fetten Kohle mache. Das ist natürlich das Dümmste, was man sagen könnte. Ich glaube, wenn es mir immer nur um schnelles Geld gegangen wäre, hätte ich immer einfach irgendwie Thrash Metal gemacht und mich irgendwie auf die Sodom-Schleppe gesetzt. Aber das bin ich nicht, das mache ich nicht. Im Gegenteil, also ich habe Sodom sogar irgendwann aus meiner Bio rausgelassen, weil es mir geschadet hat sozusagen. Also als wir mit meiner alten Band The Trace Lords 2004 hat Roadrunner Records uns gesigned als erste deutsche Band nach seit über 10 Jahren, und irgendwann nach Veröffentlichung des Albums sagte der Product Manager zu mir, Dirk Diebels, sag mal, Andy, du hast mal bei Sodom gespielt? Ich so, ja. Warum sagst du uns das denn nicht? Weil es nichts bringt. Es ist egal. Es bringt einfach nichts. Mein Angebot ist nicht für Sodom-Fans. Und mein Angebot, was ich nach Sodom gemacht habe, ich habe halt ganz schnell gemerkt, ich habe Bock zu singen. Und das ist entstanden beim letzten Auftritt mit Sodom, bei dem ich I Still Love in der Zeche Karl mit Blind Guardian zusammen gesungen habe. Da ist der Hansi betrunken in den Fotograben gefallen. Und deswegen ist das nicht auf dem Video. Wo Blind Guardian übrigens sagen, das ist eine absolute Lüge aus dem Sodom-Camp, dass die sich dagegen gesperrt haben. Dem haben sie selber gefragt, sagt, er hat es voll lustig gefunden. Also die haben sich nie dagegen gesperrt. Also entweder hat die Plattenfirma das weggelassen oder Tom. Aber da habe ich gemerkt, dass ich total Bock habe zu singen, ohne dass ich da jetzt drüber nachgedacht hätte. Ich musste dann einfach singen, weil Hansi lag im Graben und ich musste die Kistennummer dann zu Ende singen. Und ich bin nicht so ein Gröler, Schauter, Growler. Und meine Roots sind halt irgendwie, wenn ich jetzt Songs schreibe und Gitarre spiele, hat das immer einen ganz starken Punk-Anschlag, ganz viel Ramones. Und wenn ich singe, ich kann das nicht. Ich kann das nicht, was Tom macht. So, und ich wollte das aber. Ich wollte aber singen. Und dann hat sich ganz schnell, ganz organisch die Musik, die ich mache, so ergeben. Und es hat sich nie wieder die Frage gestellt, ob ich nochmal so Thrash mache, weil ich damit total glücklich war mit dem, was ich gemacht habe. Aber ich kann mich ja anders ausleben in Sachen Thrash. Und ich habe auch immer noch ein Thrash-Album in mir, das weiß ich. Aber das konnte ich jetzt zum Beispiel, was Texte und Gesang angeht, zum Beispiel mit Demos Dawn, mit der neuen Band von Mark Grebe, ausleben, wo ich, für das ich die ganzen Texte geschrieben habe, den Gesang erfunden habe und Mark produziert habe und so. Also ich habe das noch in mir, aber als es darum ging, weiter alleine Musik zu machen, war völlig klar auf eine ganz natürliche, organische Art und Weise, dass es irgendwie in eine andere Richtung geht. Und ich habe für mich eigentlich nie einen großen Unterschied gemacht. Also für mich ist das alles immer Rock'n'Roll, und es, wie es dann genau wird, entscheidet dann irgendwann ja auch so ein bisschen der Sänger. Und für mich an der Gitarre hat sich eigentlich nie was geändert. Die hängt tief, ich spiele laut, hart und schnell, und die Vorzeichen sind manchmal andere. Frage von Dave. Auf welches deiner Sodom-Riffs bist du besonders stolz? Auf welches meiner Sodom-Riffs bin ich besonders stolz? Auf jeden Fall Skin the Life bin ich sehr stolz, weil das war so eines der ersten, das ich damals mit angeschleppt habe. Das ist einerseits besteht so ein bisschen aus zwei Teilen. Einmal dieser total melodische Ramones-Refrain, Celebrate and Enjoy, Fis Moll, Adur. So ganz klassische, richtig punkige, melodiöser Wechsel, was man gar nicht mitkriegt bei dem Gehacke. Und dann dieses schräge, voivodige Zwischenriff. Da bin ich total stolz auf. Body Parts finde ich immer noch super, weil es so atemlos ist. Also ich mag so Riffs, die diese Todesenergie haben, die einfach
die dich so nach vorne ziehen, wie so ein Magnet, die Band anziehen, die Band nach vorne ziehen. Weißt du, und du musst irgendwie spielen und es geht nach vorne, nach vorne, nach vorne. Also Body Parts ist so ein Ding, finde ich immer noch super, aber ich liebe auch nach wie vor so vermeintlich super stumpfe Sachen wie Gomorra. Weil das sind dann so meine DRI oder Exciter John Ritchie Einflüsse, was einfach einmal über die ganzen Seiten und Vollgas, also so anti-technisch. Aber das ist so einfach, dass man muss es richtig spielen. Weil das dann, nur dann knallt es. Das war sogar das Geheimnis von dem Steif-Tom-Andy-Lineup. Diese Simplizität, die so geknallt hat, weil wir echt alle drei zur gleichen Zeit das Gleiche gemacht haben. Und nur dann knallt es, weil sonst fällt alles auseinander. Gomorra finde ich super, Freaks of Nature. Aber wenn ich mir auf eins veratomic steifen müsste, Skin Alive. Nico fragt, welches Vorgängeralbum dein Lieblingsalbum war, bevor du in die Band gekommen bist? Bed of Dead. Also ich mag eigentlich überhaupt nur, also ich muss dazu sagen, ich lüfte kein großes Geheimnis, wenn ich sage, ich war nie Sodom-Fan. Also ich habe, Sodom interessieren mich eigentlich nur, wenn ich beteiligt bin. In the Sign of Evil fand ich nicht gut, Obsessed by Cruelty gefiel mir nicht. Ich mochte aber Sentence of Death from Destruction oder die ersten Mind Creator Alben, fand ich beides besser. Oder Zombie Attack von Tankard, fand ich alles besser. Oder wie heißt das zweite Album von Holy Moses? Finished with the Dogs, genau, fand ich alles besser. Aber ich fand auch nichts so gut wie die erste Agent's Deal oder erste Hallows Eve oder so. Ne? Aber wie ich eben schon gesagt habe, Bed of Dead, das ist das totaler Gamechanger. Richtig, richtig gute Platte. Ich finde die Produktion super, ich finde die Riffs super, ich finde die Songs super. Und das andere Sodom-Platte, das andere Sodom-Album ohne meine Beteiligung, aber dann doch wieder mit Beteiligung, ist das schwarze Sodom-Album von 2006, bei dem ich, das ich ja in Teilen produziert habe, bei dem ich ja mit Tom den Gesang quasi komplett erfunden habe. Und auch nicht jeder Song mega Killer, aber ich finde City of God ist eine mega Nummer. Lords of Depravity ist super. Bibles and Guns ist super. Buried in a Justice Ground ist super. Blood on Your Lips ist super. Also, aber komplett ohne meine Beteiligung, Bed of Dead, ganz klar, super Album. Maxi fragt, woher kommen die Death-Metal-Einflüsse auf The Tapping the Vein in Sachen Riffing und Songstruktur? Diese Death-Metal-Konnotation von Tapping the Vein ist uns allen ein Rätsel. Niemand, ganz besonders ich nicht, hat Death-Metal gehört. Gar keiner. Also, ich glaube, was damals so angesagt war, Unleashed oder so, war das damals so die Zeit, Entombed auch. Ich habe es nicht gehört, Chris hat Bryan Adams und Halloween gehört. Tom im Resen, drei Platten von 1980 im Kreis. Und ich habe damals Skid Row, Faith No More, Ugly Kid Joe gehört. Dieser Death Metal-Einfluss, keine Ahnung, das sind einfach die Riffs, die mir eingefallen sind. Es ist alles an Riffs, alles an Gitarren, was ich damals hatte und was mir eingefallen ist. Vielleicht liegt es eben daran, dass Tom super tief singt bei manchen Songs. Und die Geschwindigkeit wirklich extrem hoch ist. Aber ich sag mal, wenn ich überhaupt irgendein Death-Metal-Album als Einfluss in mir habe, dann ist es Scream Bloody Gore von Death. Aber ob die jetzt damals Spuren hinterlassen hat zu der Zeit, ich kann es nicht sagen. Also, dass das das Death-Metal-Album von Sodom ist, ist reiner Zufall. Bastian würde gerne wissen, was du heute anders machen würdest, wenn du ca. 5 bis 7 Jahre später, also mit mehr Lebenserfahrung, bei Sodom eingestiegen wärst? Also was ich auf jeden Fall anders machen würde, ist, ich würde mich mit der ganzen Band am Tisch setzen und reden. Einmal über alles reden, bevor man irreversible Entscheidungen trifft, die man vielleicht Dekaden später noch mit sich trägt
Und die vielleicht so nicht hätten sein müssen. Vielleicht aber auch doch, aber auf anderem Wege herbeigeführt worden wären. Also es wurde halt nicht geredet damals. Der Christian möchte wissen, warum es denn eigentlich zum Streit und Weggang kam. Hast du diesen Schritt im Nachhinein bereut? Es gab keinen Streit. Das war ja das Verwirrende für mich damals. Es gab keinen Streit. Wir waren auf Tour. Tom hat die letzten 2 oder 3 Shows in Österreich abgesagt, weil er keinen Bock hatte. Dann war das Konzert in Essen. Live in der Zeche Karl, ne, die Aufnahmen, die Show, diese Show. Und naja, wie ich schon oft erzählt habe, ich war im Urlaub und komm aus dem Urlaub zurück und dann rief der Promoter oder ein Angestellter vom Management an, ich möchte bitte nach Witten kommen ins Büro und der Tom löst die Band auf, ich möchte bitte meine Auflösungspapiere unterschreiben. Weil Tom hat als einziges noch verbliebenes Gründungsmitglied die Band aufgelöst und mich nicht rausgeschmissen. Wenn er mich rausgeschmissen hätte er mir eine Abfindung zahlen müssen. Und so hat er lieber die Band aufgelöst. Aber es gab keinen Streit. Aber so kam es nicht zu meinem Ausstieg, sondern zu meiner Rausgehung. Der Kevin würde gerne wissen, was du an Videomaterial von der Tapping the Vein Tour oder anderen Dingen für die Box hättest. Ich glaube nicht mehr, dass sie noch erscheint, die Tapping the Vein Box, denn das Jubiläumsjahr ist verstrichen. Das fing alles super an, 2021. Super Meeting, super Gespräche. Wir hatten schon erste Layouts, wie das Boxdesign sein könnte. Ich bin mit meiner Arbeit seit Februar 2021 fertig. Ich habe Tapping the Vein neu gemischt. Ich habe 2 komplette Live-Alben aus alten Tapes gemacht, inklusive Cover. Ist alles fertig. Ich müsste nur ein paar Sachen aufschreiben, Fotos raussuchen, also quasi das Buch dazu schreiben. Ansonsten bin ich seit Februar 22 fertig. Aber seit ungefähr derselben Zeit gibt es überhaupt keine Kommunikation mehr. Und ich finde das sehr schade. Das Jubiläumsjahr ist verstrichen. Ich hatte ja noch die, wie ich finde, sehr gute Idee, dass wir beim Rock Hard Festival zum Auftakt der Festivitäten ein paar Songs in dem Line-Up spielen. Was wir auch gemacht haben, haben wir beim Rock Hard dann gespielt. Und das war eigentlich mal ganz kurz angedacht als Promo. Auftakt, dass es dann so losgeht. Aber da ging ja leider gar nichts los. An mir liegt es nicht. Die Information, die ich habe, ist, dass es irgendwelche vertraglichen Probleme zwischen Sodom im Großen und der Plattenfirma, der dafür zuständigen Plattenfirma gibt, was dann auch Tapping the Vein und alles danach noch im Speziellen auch betrifft. Aber es geht ja um einen großen Vertrag und keine Ahnung, ich habe nochmal, glaube ich, zuletzt im September in unsere Gruppe reingeschrieben, also Band, Tom, Plattenfirma, ob man nicht mal sprechen sollte. Da habe ich schon gar keine Antwort mehr gekriegt. Ich finde das total schade, weil erstens, das Jubiläumsjahr ist um. Zweitens, ich würde es anders machen. Mir ist an irgendeinem Punkt egal, wer dran ist oder in wessen Hälfte der Ball liegt und wer recht hat. Ich würde sagen, wenn ich da jetzt der Chef wäre sozusagen in dem Gefüge, bin ich nicht, aber ohne mich geht es halt auch nicht. Ich würde sagen, pass auf, wir treffen uns jetzt auf neutralem Boden, muss nicht Mülheim, Gelsenkirchen oder Berlin sein, lasst uns doch in Hamburg treffen. Wir treffen uns in Hamburg an einem Tisch, alle, die dazu mitzulabern haben, bei denen es irgendwie die da mit zu bestimmen haben, dass da was passiert, sind dabei, alle Anwälte, alle beteiligten Parteien. Und wir stehen erst wieder auf, bis wir eine für alle zufriedenstellende Lösung haben. Aber diese Nicht-Kommunikation, die ist nicht meine Art, Dinge zu handeln. Stagnation ist das Allerschlimmste. Und ich finde es einfach so traurig, weil ich ja auch mitkriege, wie viel den Fans das bedeutet. Das ist ja die meistgestellte Frage. Wer wird deutscher Meister? Wann kommt die Tapping the Vein Box? So, und ich kann nur sagen, an mir liegt es nicht. Und ich fände es schön, wenn sie noch kommt. Wenn sie kommt,
dann kommen da ganz viele schöne Sachen aus meinem privaten Giftschränkchen rein, weil ich habe ja damals mit meiner eigenen Videokamera Entschuldigung, Sachen gefilmt, filmen lassen, ganze komplette Konzerte von der Tapping the Vein Tour, alles bisher unveröffentlicht. Ich habe Fotos, die sind noch nicht veröffentlicht worden. Ich habe aber auch andere Sachen. Ich habe noch den Zettel, diesen Zettel vom Kellnerblog, auf dem Chris Witchhunter mir den Weg zu sich skizziert hat. Gab ja keine Navis. Sowas habe ich. Das könnte man alles da wunderbar reinmachen. Ich habe ganz viele Tickets von der Tour, meine privaten Fotos, Videos. Düsseldorf 92 habe ich, habe Kassel 92, Tuttlingen 92. Ich habe Ausschnitte, in Japan habe ich ganz viel gefilmt. Da sieht man ja auch ein paar Sachen auf Lords of Depravity. Ich habe Videos Christians allerletztes Konzert Köln 92. Habe ich gefilmt. Ich habe auch Fotos, ich habe auch die negative. Die Fotos hat der Vater meiner Freundin damals gemacht. Und meine Freundin hat gefilmt. Also aus der ganzen Zeit habe ich ohne Ende unveröffentlichte Sachen, die man natürlich wunderbar. Es gibt einen ich habe schon auch einen neuen Videoclip zu Bullet in the Head geschnitten. Aus dem Kameramaterial, was damals fürs Rock Hard Video auch gedreht wurde. Es gibt eine Aufnahme, wo wir im Dirk-Studio Bullet in the Head spielen. Aber natürlich nur Teile. Ich habe aber den ganzen Song, ich habe alle Kameraspuren. Ich habe einen komplett neuen Clip daraus schon geschnitten. Also ein mittlerweile 31 Jahre altes neues Video. Wir müssen nur mal die Verantwortlichen jetzt den Finger aus dem Arsch nehmen und sagen, okay, ey, weißt du, es geht dabei nicht um mich und nicht um Tom und die Plattenfirma, es geht dabei um Leute wie dich und Tausende von Fans, denen auf der ganzen Welt das, ich sag mal zu Tom, denen bedeutet das mehr als uns beiden zusammen. Weil man gibt das ja ab als Künstler, weißt du, so wie du zum Beispiel überhaupt gar keinen Hund in dem Rennen mitlaufen hast, ob Tapping the Vein jetzt schwierig war einzuspielen. Für dich ist die Platte das, was sie ist. Und ich habe dann irgendwann zu denen gesagt, ey, an mir wird hier gar nichts scheitern. Nicht finanziell, nicht von dem, was ich bereit bin, dafür zu tun, gar nichts. Aber für den, weiß nicht, 16-jährigen oder von mir aus auch 56-jährigen Fan in Brasilien oder am Arsch der Welt oder von mir aus auch in, keine Ahnung wo, ey, in München oder Hamburg oder Hattingen, egal. Für die ist das, denen bedeutet das was. Und da kann ich nicht verstehen, dass man das so dahin plätschern lässt. Egal, wer recht hat. Es ist egal, wer recht hat. Mir ist egal, wer recht hat. Ich will nicht sterben. Ich habe aber recht gehabt. Weißt du? Ich will Sachen machen. Ich will Dinge bewegen und Sachen machen. Und da muss man dann sich ko-kreativ an den Tisch setzen. So, wie kriegen wir das jetzt hin? Du gibst mir was, ich gebe dir was. Keine Ahnung, wie man das so macht. Weiß nicht, wer da jetzt der Impulsgeber aktuell ist, dass ich alles versucht habe, per E-Mail, per Telefon ist dokumentiert. Aber wenn nicht mehr geantwortet wird, ich finde es einfach schade, weil es hätte wirklich, wirklich besonders sein können. Es hätte besonders sein müssen und besonders sein können. Weiß nicht, vielleicht weißt du besser, ob es dich auch 2023 oder 2024 noch interessiert. Da müsste man ja schon über Sahne, Get What You Deserve und solche Dinge nachdenken. Weißt du? Vielleicht kommt es irgendwann. Ich lasse mich überraschen. Meine Hoffnungen sind nicht groß. Der Vasili fragt, welche Band dich zurzeit überzeugt? Also es gibt eine Band, drei Schwestern aus Mexiko, The Warning. Finde ich mega. Also nicht jeder Song Killer, aber eine unfassbare Energie. Dann haben jetzt Paramore endlich nach ein paar Jahren mal wieder ein Album veröffentlicht. Und ich habe es vor ein paar Monaten endlich geschafft, The Pretty Reckless live zu sehen. Band, die ich seit vielen Jahren gut finde, Taylor Momsen, ne? Als Sängerin. Das ist so die Spitze eigentlich für mich. Ansonsten, wenn es um Metal geht, neuere Bands oder aktuelle Bands, die kenne ich alle nicht so. Ist nicht so
meins, mein Metall muss alt sein oder älter. Aber the warnings sind super, die nerven. Deutsche Band, so Post-Punk, auch ein bisschen Lärm zwischendurch, aber live richtige Rituale spielen die. Mega Band. Kannst du dich noch an deine erste Sodom-Show erinnern? Und was bedeutet dir es heute, ein Teil der bekanntesten Trash-Band gewesen zu sein? Also an mein erstes Sodom-Konzert kann ich mich natürlich erinnern. Das ist natürlich auch das erste Konzert, was ich selber gespielt habe mit Sodom. Huxleys Neue Welt in Berlin. Datum weiß ich nicht genau. Oktober 92, glaube ich. Oder September? Oktober. Ich war sowas von nervös. Ich habe vor dieser Show, ich weiß nicht wie oft, gepinkelt. Ich habe davor ja auch nur 2 oder 3 Mal überhaupt aufgetreten. Zweimal nur. Einmal in einem besetzten Haus mit meiner Punkband, die hieß Mega Schlimm, in einem besetzten Haus. Und auch mit derselben Band im Apostelhaus in Essen-Frohnhausen. Ganz kleine Gigs. Also zählt eigentlich nicht. Obwohl es von dem zweiten Gig sogar eine Videoaufnahme gibt von 1989. Der erste richtige Auftritt war aber dann mit Sodom in Berlin. Und erste Show der Tapping the Vein Tour, Fernsehen war da, RTL mit für die Show 1199, die haben gefilmt und ich war so ultra nervös, nur gepinkelt. Und irgendwann dachte ich, ich müsste jetzt rausgehen, ich hätte das Intro gehört. Und dann bin ich auf die Bühne und ich bin immer bei der Tapping the Vein Tour erst als einziger raus und habe so Krach gemacht erstmal. Was ich nicht wusste, ist, dass das Saallicht noch an war. Und Chris noch gar keine Schuhe an hatte und also hinten brach Panik aus. Das wusste ich aber nicht. Ich dachte mir einfach nur, geil. Die kommen nicht, dauert ganz schön lange, kein Gefühl für Zeit. Ich weiß nicht, was ich hier tue, aber es ist irgendwie total geil. Und irgendwann ging dann offensichtlich das Licht aus und die beiden kamen auch und das Intro wurde gestartet. Also Chaos pur. Also maximale Nervosität. Gehört aber wahrscheinlich dazu, glaube ich, zum ersten Mal. Kann mich an die Show eigentlich ganz gut erinnern. Ich kann mich an das Allermeiste sogar erinnern, weil ich ja immer nüchtern war. Die Show war voll und ein Meer von Sodom-Fans, die mich alle total gut aufgenommen haben. Ob wir gut gespielt haben, weiß ich nicht. Es war ein Rausch. Und ich war stolz. Ich war unheimlich stolz auf mich. Das weiß ich noch, dass ich das gemacht habe, weil dass ich es geschafft habe, also dass ich es wirklich durchgezogen habe, weil als ich bei Sodom eingestiegen bin, da haben die Lehrer, Mitschüler gesagt, aus dir wird nichts, du wirst als Penner unter der Brücke enden. Und so, weil meine Mitschüler, die haben sich alle um die Banklehren gekloppt. Ja, und wie sicher die sind, haben wir ja auch 2008 gesehen, wie sicher so ein Bankjob ist. Ne? Aber ich habe gewusst, ich bin richtig. Und ich war total glücklich. Das Problem war halt bei Sodom, ich konnte meine ganze Euphorie mit niemandem teilen. Das war eigentlich so ein bisschen doof, weil Tom und Chris fanden sich richtig scheiße. Im Bus war die Stimmung immer scheiße, weil die Crew, wir hatten dieselbe Crew wie Running Wild und Creator, das waren ja alles dieselben Crews. Und die haben das alles schon 100.000 Mal erlebt. Ich habe alles zum ersten Mal erlebt. Alles. Zum ersten Mal im Nightliner, zum ersten Mal auf Tour, zum ersten Mal reisen. Und die haben alles schon 100.000 Mal erlebt und waren total abgepisst. Saufen, bla, sich über Rock'n'Roll aufregen und Tom und Chris, die Stimmung war einfach nicht schön. Ich wusste nicht, wohin mit meiner Euphorie, außer auf der Bühne und dann zu den Fans. Und da hat eigentlich, glaube ich, mein gutes Verhältnis zu den Sonnenfans angefangen, weil ich immer mittags schon draußen rumgehangen habe. Ich kannte ja keinen. So, die Depressive Age Jungs, die waren ja mit als Vorgruppe dabei, für die war auch alles zum ersten Mal, mit denen habe ich mich gut verstanden, komme ja auch dieses Jahr zurück. Aber ich habe mich dann immer schon ganz früh, wenn die ersten Sodom-Fans kamen, mich mit denen unterhalten, einfach mit denen rumgehangen, weil ich war ja auch ungefähr gleich alt. Ja, ich war ja ganz jung, also ich war so, was bei den Ramones CJ war, war ich irgendwie bei Sodom. Einer von denen. Ich war einer aus der Mitte, sozusagen, ohne jetzt, dass ich Sodom-Fan war, aber das war, man hatte ganz viel Gemeinsamkeiten oder eine ganz schnelle gemeinsame Sprache mit den Fans. Und das war eigentlich ganz schön. Also deswegen habe ich aber auch heute noch Freundschaften. Also ich habe ganz viele Brieffreundschaften im Laufe der Jahre gehabt
und habe heute noch intensive Freundschaften aus der Zeit, die ich als Sodom-Gitarrist zu Sodom-Fans geknüpft habe. Frage von Rosche. Du hast als Musiker und Produzent ja schon viele Künstler in deinem Leben getroffen. Von welcher Person warst du total hingerissen und würdest diese gerne nochmal persönlich treffen? Also ich habe mit ganz vielen Leuten schon zusammengearbeitet. Ich habe aber auch ganz viele Leute schon so auf sozialer Ebene getroffen, durch meine Eigenschaft als Musiker. Und ich muss eins sagen, ich habe noch nie irgendwie einen Arschloch kennengelernt. Also mir war auch immer wichtig, dass ich meine Helden treffe. Rudolf Schenker oder so, oder Marky Ramone. War ja auch schon mit vielen meiner Helden auf Tour später, nach Sodom. Mit Whitesnake auf Tour, David Coverdale, Alice Cooper. Und das war immer total super. Also ich muss sagen, ich habe immer gerne mit Tom und Sodom zusammengearbeitet. Es macht Spaß, mit Tom zu arbeiten, wenn er sich darauf einlässt. Das macht richtig Spaß. Ich habe auch ein Onkel Tom-Album produziert, ne, die Nunc Est Bibendum. Ich habe auch schon mit Doro gearbeitet, auch totaler Vollprofi. Ich würde gerne mal ein ganzes Album mit Doro machen. Ich glaube, das wäre eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit. Ich könnte mir auch vorstellen, mal was mit Mille zu machen. Aber ansonsten, ich mache immer das, was ich mache, mache ich total gerne, weil sonst würde ich es nicht machen. Also für mich ist jedes Album gleich wichtig. Ich habe jetzt eben, Demos Dawn ist jetzt gerade erschienen mit Marc Grewe. Am Gesang habe ich intensiv dran mitgearbeitet. Ich will einfach nur mit guten Leuten schöne Dinge machen. Menschen, die mich inspirieren und vielleicht umgekehrt auch ein bisschen. Ich habe keine Wunschliste. Ich möchte einfach nur meine Zeit mit schönen, intensiven Dingen verbringen. Ich würde zum Beispiel, obwohl ich das noch mal kurz anfügen darf, ich mache ja auch Videos. Also ich würde gerne, es gibt schon Künstler, für die ich gerne mal Videos machen würde. Aber die Liste ist so lang, brauche ich gar nicht anzufangen. Aber es gibt ein paar, mit denen ich vielleicht sogar lieber ein Video mal machen würde, als ein Album oder so. Alben können auch sehr, sehr anstrengend sein. Videos auch, aber ich genieße die visuelle Arbeit. Was war die schrägste Begegnung, die du jemals hattest? Schräg kann ich nicht sagen. Also ich kann von meiner letzten Begegnung erzählen, die ich hatte. Das war Mike Krüger. Ich habe Mike Krüger neulich nach einer ZDF-Show in Köln im Hotel getroffen. Da haben wir uns länger unterhalten und das war herzlich, warm und lustig. Vielleicht ist es schräg, dass ich Mike Krüger treffe. Vielleicht ist der Umstand schräg. Aber die schrägste Begegnung kann ich sagen. Es gab eigentlich so keine unangenehme Begegnung. Schräg Lilo Wanders. Lilo Wanders, würde ich sagen, war schräg. Weil ich war mal mit den Tracy Lords, waren wir mal in ihrer Sendung Wahre Liebe. Und 2020 waren wir bei derselben Wahlkampfveranstaltung. Ich war hier in Mülheim Oberbürgermeisterkandidat und wir waren irgendwie bei derselben Wahlkampfveranstaltung. Und da habe ich dann Lilo Wanders kennengelernt. Und es war auch nicht, es war herzlich, nett, aber wenn man vielleicht dann die Fotos sieht, könnte man das vielleicht schräg nennen. Olaf würde gerne wissen, welchen Song von Sodom du gar nicht magst. Welchen Sodom-Song ich gar nicht mag, nehme ich mal an, wahrscheinlich von denen, an denen ich beteiligt war. Alles andere macht ja gar keinen Sinn. Ich war noch nie ein großer Freund von Back to War. Die Nummer funktioniert irgendwie nicht so richtig. Da war der Ansatz, die sollte so sein wie Metal Meltdown von Judas Priest auf der Painkiller. Lange durchgehende Double Bass, ultra schnell.
Chris hatte extreme Probleme damit. Mir reißt mitten im Solo die Saite, das hört man auch. Irgendwann ist einmal so und dann ist der Moment, wo die Saite reißt, sind wir dann wieder eingestiegen. Aber irgendwie fand ich es ganz cool, dass man hört, wie die Saite reißt. Aber ich finde, es ist keine Kacknummer, aber auf dem Album vielleicht die schwächste. Auf Get What You Deserve ist da ein schwacher Song. Ich fand Unbury the Hatchet immer nicht so doll, aber den finde ich mittlerweile, ist er mir ans Herz gewachsen so ein bisschen. Aber wir konnten halt keine richtig schwachen Songs schreiben. Welches ist die beste Erinnerung an deine Zeit bei Sodom und welches ist die schlimmste? Die beste Erinnerung an meine Zeit mit Sodom sind die Konzerte, die Shows, die wir gespielt haben. Auch besonders die da mit Atomic Steif. Also in der Besetzung waren wir wirklich unschlagbar. Die schlimmste ist der Tag des Rauswurfs. Ist ja auch gut dokumentiert, in meinem Kinofilm auch. Weil es einfach traumatisch war und lange nachgehallt hat und lange nachhalt, weil wenn man in so einem Alter, in so einem jungen Alter so knallhart abserviert wird aus diesen sehr niederen Gründen eigentlich. Also da war formell und inhaltlich war das nicht gut gemacht. Aber andererseits hat mich das natürlich auch ganz stark geprägt und mich zu dem auch teils in Teilen gemacht, was ich bin, also wie ich arbeite, was nicht immer gesund war für mich. Aber ich sag ja, damit kokettiere ich nicht, ich musste nach Sodom nicht bei Null anfangen, sondern bei minus 10. Und alles das, was ich mir danach erarbeitet habe, das habe ich mir alleine erarbeitet. Ich habe ja eben schon gesagt, ich habe Sodom aus meiner Bio weggelassen. Ich habe alles, was ich danach gemacht habe oder erreicht und geschafft habe, habe ich nicht wegen Sodom geschafft, sondern trotz Sodom. Und ich habe mich nie auf Toms Schleppe oder auf Sodoms Schleppe gesetzt. Das haben andere anders gemacht. Ich bin da stolz drauf, sehr stolz. Vor allen Dingen, weil ich weiß, wie viel es den Menschen bedeutet. Das macht mich am allerstolzesten. Teil einer Jugendkultur schon fast zu sein. Also ohne, dass das jetzt dasselbe Ausmaß hat. Aber so wie Christina Applegate als Kelly Bundy natürlich auch so Sachen geprägt hat. Auch im ganz jungen Alter. Auch wenn sie danach ganz viele andere Sachen gemacht hat, sind Menschen mit solchen Menschen, also nicht nur mit Christina Applegate, aber mit Menschen, die im jungen Alter etwas gemacht haben, was junge Menschen in ihrem Heranwachsen und in der Adoleszenz und in ihrem Erwachsenwerden geprägt hat. Dass man, wenn man bei sowas dabei war, an so einer Sache teil hat, das ist super. Das ist total schön, weil ich weiß einfach, ich kenne ja die Fans von damals. Ich weiß ja, wie jung die waren. Sodom war immer eine super Einstiegsdroge. Erste Kippe, erstes Bier, erste Mal Hand unterm Pulli, erstes Mofa, erste Mal kotzen, erste Mal total besoffen, erstes Konzert, all das. Und Sodom und Teile und mein Anteil daran hat damit bei ganz vielen Menschen ist da der ewige Soundtrack. Und das macht mich stolz. Das macht mich mehr stolz, als jetzt, ob ich da jetzt schön Gitarre gespielt habe oder nicht. Das ist mir egal. Nicht egal, weißt du, aber mich macht es manchmal immer noch sprachlos und glücklich und stolz, was man da bewegt hat und bewegt und was es den Menschen bedeutet. Das steht für mich über allem. Und da würde ich auch nie ein schlechtes Wort drüber verlieren. Niemals. Das sind ja meine Wurzeln. So ging es ja los. Chris Witchhunter, der mich in die Band geholt hat. Der Pink Nevane. All das. Ich hätte das alles, also auch ohne Sodom gäbe es mich nicht.
Aber ich habe es ohne Sodom geschafft, mir ein eigenes Leben, mir eine eigene Karriere aufzubauen. Und das ist das andere, was mich sehr stolz macht. Und jetzt kommen doch hoffentlich die harten Fragen, oder? Was, das war's? Das war's? Keine Schlager, kein Hass, kein Schlagersänger-Hass? Ich habe auch noch was für dich. Ich hoffe, du hast es noch nicht. Es ist ein kleines Dankeschön, eine kleine Überraschung. 20 Euro. Oh, es ist rausgefallen. Oh, geil. Das ist die originale Autogrammkarte von 1992, von allen auch 1992 unterschrieben. Hammer, geil. Ich hatte gehofft, du hast sie noch nicht. Nee. Ich weiß ja. Danke dir. Gerne. Ich weiß ja, was Chris dir bedeutet, was du für Chris auch tust. Ich weiß nicht, ob das alle wissen. Aber für deine Sammlung. Hammer cool, danke dir. Ey. Das hier ist übrigens die Gitarre, auf der ich Tapping the Vein geschrieben und zum größten Teil eingespielt habe. Das ist die einzige Gitarre, die ich damals besessen habe. Die habe ich mir gekauft, weil Mick Mars auch so eine hatte. Und dann habe ich die in einem Geschäft gesehen in Oberhausen, musste ich haben. War damals nicht so super Sodom-kompatibel, war mir aber egal. Geiles Teil auf jeden Fall. Und die Hassfragen machen wir beim nächsten Mal. Die Hassfragen machen wir beim nächsten Mal. Danke dir. Danke dir. Ja, gerne.